Mailand die Koma sehen. Und Tanja Nitka weiß nun, ein Licht zu malen, das dem Halbschatten menschenleerer Räume, den Interieurs der Villa Vigoni und hier den Regalen der Bibliotheca Ambrosiana in Mailand Erzählungen abzulauschen weiß vom Ruhen der Zeit, von einem bewegungslosen, aber erfüllten, reichen Nunstanz, einer Ewigkeit, einer Zeitform, die die Ewigkeit berührt. Sie weiß zu erzählen von der Geduld der Zeit, ihrem Warten, ihrer Gewissheit, etwas mit der Ewigkeit zu tun zu haben. Und obwohl auf keinem ihrer Bilder Menschen zu sehen sind, wenn ich jetzt richtig sehe, ich glaube nicht, vielleicht doch, aber jetzt hier nicht. In den Bildern der Villa Vigoni, da finden Sie Statuen, nachher, wenn Sie rübergehen zum Kollegen und Nachbarn, Christian Hartmann. Statuen, ja, Stillstand von Menschen. Und man meint, die Stimmen dieser Menschen zu hören und die Schritte, die sie hinterlassen haben. Bücher sind Dinge, die Stimmen und Licht bergen. Man muss sie nur aufschlagen, aber dabei ihre Ruhe stören, um diese Stimmen zu hören und ein Licht zu sehen, das es jenseits des Lesens nicht gibt. Die Malerei von Tanja Nitka behütet auch dieses Licht. Nicht nur das Licht der Lombardei, nicht nur das Licht der Bibliotheca Ambrosiana und nicht nur das Licht der Villa Vigoni. Wir können und wir dürfen nicht hinein. Nitka lässt uns ihre Landschaften, ihre Räume und Seele nur erahnen und ersehnen. Werden wir Zeugen der Tageszeiten, des Wandels von Licht und Schatten? Werden wir der Schattenrisse und Lichtergüsse gewahr, welche die Räume, die Raumkonstellation und das Inventar zauberhaft umspielen und umfließen? Man könnte dabei auf verwegene Gedanken kommen. Chiaroscuro heißt das im Italienischen, das Spiel mit Licht und Schatten, das einen hineinzieht und den Boden unter den Füßen vergessen lässt, als würde man schweben oder traumtänzerisch unvorhergesehene Bahnen ziehen. Nochmals zum Titel Italian Grey. Tanja Nitka, die Meisterin der Vieldeutigkeit, verbindet mit in diesem Titel unsere uralte Sehnsucht nach Italien, in dem die Zitronen blühen, die Sonne strahlt, das Licht flutet, ja die Farben glühen, mit jener Farbe Grau, welche unsere Sinne und Stimmung dämpft, unsere Sonne verhüllt und den Schatten einbringt. Sie sagt selbst dazu, dieses Pigment wird aus der Zeit gewonnen. Der Farbton steht für Vergangenheit und ebenso wie für eine Ahnung, der Glaube an eine Idee, die wiedergefunden werden kann. Tanja Nitka liebt Häuser. Die Villa Vigoni, das Sommerhaus, das Haus der Weberin, die Mühle. Von außen, aber noch mehr von innen. Das sind ihre Orte. Auch diese Interieurs streifen gedanklich und formal kunsthistorische Vorbilder. Jene eines Jan Vermeer van Delft aus dem 17. Jahrhundert oder des Dänen Willem Hammershøi aus dem 19. Nicht zu vergessen das lichtdurchflutete Zimmer von Adolf von Menzel oder die Fenster- und Sehnsuchtsbilder von Caspar David Friedrich. Gemeinsam ist allen, dass sie sich einem direkten Zugang entziehen. Doch Tanja Nitka ist keine Romantikerin. Sie steht mit ihrem Werk fest im 21. Jahrhundert. Denn ihr stehen neben den Errungenschaften unserer Zivilisation auch deren Unbill lebhaft vor Augen. Tanja Nitkas Bilder sind heiter, empathisch, hingebungsvoll und sie sind verhangen, verhalten und zurückgenommen. Sie sind Poesie und Malerei in Italian Grey.
Mm-hmm.